Aufbruch in neue Welten, so heißt eine Single, die am 1.1. erschienen ist, von Luxusgedanken. Wer verbirgt sich hinter Luxusgedanken? Dr. Nicola Ammer und meine Wenigkeit. Nicola hat den Text geschrieben und ich habe die Komposition dazu geliefert. Dann haben wir das Ganze arrangiert im Studio vom Holger Florian, der auch beim Arrangement ganz entscheidend beigetragen hat. Wir hatten noch ein paar Live-Musiker und unter anderem mich am Klavier. Und naja, was da rausgekommen ist, könnt ihr euch natürlich anhören. Auf allen Streaming-Portalen jetzt verfügbar. Und es ist was Tolles dabei rausgekommen. Ihr wisst ja schon, dass ich in der Vergangenheit einige Preise als Sänger gewonnen habe. Ich habe dazu mal meine früheren Preise mitgebracht. Ziemlich viele. In diversesten Kategorien habe ich auch schon Preise gewonnen. Unter anderem, was haben wir hier? Bester Folkrock-Sänger zum Beispiel. Oder als ich im Musical Amazing Grace gespielt habe, für mein Amazing Grace auch als bester Gospel-Interpret. Aber das ist Schnee von gestern. Dieses Jahr habe ich aber tatsächlich meinen Standard halten können und wieder einiges an Preisen eingeheimst. Im Vorfeld zum Release von Aufbruch in neue Welten habe ich nämlich eingereicht beim Deutschen Rock- und Pop-Preis diesen Titel. Und die ganze Kette der Produktion wurde bewertet. Nun, wie geht das los? Also es fängt ja an mit der Komposition. Und so fing es eben auch an mit beste Komposition, erster Preis. Übrigens, in diesem Jahr haben die Urkunden sogar noch einen echten Goldrand. Ich bin begeistert. Okay, was ist denn so noch ein Schritt bei der ganzen Sache? Das Arrangement. Danke, Holger Florian. Bestes Arrangement. Und es ging weiter. Beste Studioaufnahme des Jahres. Ihr wisst ja, 2007 habe ich meine Musikschule gegründet. 2013 zusammen mit Holger Florian ein Plattenlabel, genannt Nuvicon. Den Namen habt ihr eben auch schon ein paar Mal gehört. Und mit Nuvicon haben wir schon viele tolle Erfolge erreicht. Unter anderem im letzten Jahr auch 4 Preise gewonnen mit Ja, ich will, nebenbei bemerkt, auch Komposition von mir mit Marie Winter oder auch Singer-Songwriter Denise unterstützt. Und die hat auch bei uns rausgebracht ihren Song To My Best Friend, 2 Preise gewonnen. Unter anderem eben als bester Singer-Songwriter. Und ja, ich habe für mein Projekt Luxusgedanken beste Single des Jahres, erster Preis gewonnen. Und noch viele weitere Preise. Einen tun wir noch raus, okay? Einen holen wir noch raus. Nicht, dass es langweilig wird, aber es ist einfach so toll. Ich muss das mit euch teilen, denn das Ganze ist in der Kategorie Schlager gelaufen. Und nun darf ich zu meinen vielen Interpretenpreisen, die ich ja schon habe, in diversesten Kategorien, auch noch den Preis als bester Schlagersänger hinzufügen. Danke, Deutscher Musikrat. Danke, Deutsche Popstiftung. Danke, Musikermagazin. Danke, Deutscher Rock- und Poppreis. Euch habe ich diese Preise zu verdanken und natürlich auch den Leistungen meines ganzen Teams. Einer der Preise übrigens hier ist auch bester deutscher Text, Dr. Nicola Ammer. 8 Preise haben wir im Vorfeld schon geerntet für dieses fantastische Projekt. Und das ist noch viel mehr als ein Song, denn er heißt ja Aufbruch in neue Welten. Und genau darum soll es ja gehen. 2021 Aufbruchstimmung verbreiten.
Wir hoffen im Laufe des Jahres endlich Corona zu überwinden. Und deshalb passt auch jetzt dieser Song. Darum hatten wir dann doch den Release auch nochmal nach hinten verschoben und auf den 1.1.2021 gelegt. Ich hoffe, dass ihr fleißig streamt und ihr solltet diesen Titel auch wirklich nutzen als Motivationstitel. Denn so ist er angelegt vom Text her und von der Melodie, vom Arrangement, von allem. Ein Titel, den sollte man sich am besten schon morgens auf den Wecker legen und mit diesem Titel in den Tag starten. Macht das, schreibt mir auch gerne unter diesen Post, wie er euch gefällt. Und vor allem soll er euch ja auch Motivation geben. Den ganzen Text gibt es auf luxusgedanken.de und da gibt es auch Informationen rund um das ganze Thema, was eigentlich Luxusgedanken sind. Und ein bisschen kann ich euch da ja schon mal einen Einblick liefern. Die Tatsache ist nämlich, dass viele Menschen sich zu klein einschätzen in ihren Träumen und in ihren Möglichkeiten. Ja, das ist so, wie wenn man gedeckelt wird und sich selbst zurücknimmt, anstatt frei zu sein und zu sagen, ich darf nach den Sternen greifen. Viele Leute verbieten sich deshalb gewisse Gedankenspiele. Das sind sogenannte Luxusgedanken. Viele denken, oh, das ist nicht für mich, das ist für andere. Dieser Erfolg ist anderen beschieden. Ich kann das aber nicht erreichen. Aber was mache ich? Ich mache viele Menschen erfolgreich. Und im letzten Jahr waren das viele Schlagersänger und andere, die auch zum Beispiel Rockballads gesungen haben oder was auch immer. Wir haben tatsächlich trotz Corona geschafft, jeden Monat seit dem Lockdown, jeden Monat eine Single rauszubringen. Das haben wir deshalb geschafft, weil wir auch glücklicherweise im Studio sehr gute Belüftungsmöglichkeiten haben. Wir haben also eine Aufnahmekabine, die man nach außen lüften kann und unser eigentlicher Mischraum hat eine separate Klimaanlage und ist dadurch unabhängig vom Aufnahmeraum. Also es ist natürlich ein bisschen Glück auch im Unglück gewesen, über diese Möglichkeiten zu verfügen und ein High-End-Studio, mit dem wir all diese Produktionen geschafft haben. Unter anderem haben wir ja auch einen unserer Künstler nach Immer wieder sonntags gebracht. Unter anderem war auch eine andere Künstlerin dieses Jahr in Immer wieder sonntags gewesen, die wir auch schon lange kannten. Also der Marc Sommerfeld ist sozusagen hier unser Newcomer, der dieses Jahr vom Label einen Song arrangiert, produziert bekommen hat und damit in Immer wieder sonntags war. Und Lorraine ist die Künstlerin, von der ich gesprochen habe, die auch in Immer wieder sonntags war. Und die, ja, Holger und ich quasi damals entdeckt haben, vor vielen Jahren, und mit ihr ihre ersten Songs aufgenommen haben. Mittlerweile schreibt sie ihre Songs ja sogar auch selbst, aber auch das war ein schöner Weg, eine schöne Zeit. Und das freut einen natürlich, wenn man sieht, wie im Laufe der Zeit alle Leute so im Umfeld, die man betreut, eben erfolgreich werden. Und ja, auch Marie Winter, die möchte ich nochmal besonders auch hervorheben, die ja dieses Jahr mit ihrem Titel Ja, ich will erstens in den Hitparaden war, dann in die Jahreshitparade in Österreich sogar gekommen ist, wo sie unter 111 Titeln, die jeweils fünfmal dabei waren und danach automatisch in das Voting für die Jahreshitparade gegangen sind, unter diesen Titeln wurden die Top 50 gespielt, dann am Jahresende. Und da ist sie tatsächlich auf Nummer 8 am Ende gelandet. In den Top 10, Nummer 8. Ein Riesenerfolg. Vor 2 Jahren habe ich sie auch schon mit ihrer ersten Single, die ich auch komponiert hatte, Leinenlos der Sonne entgegen, habe ich sie schon auch ins Fernsehen gebracht gehabt. Da war sie auch bei Immer wieder sonntags gewesen. Und ja, was gibt es noch von 2020 zu berichten? André Steyer, eigentlich einer der ersten Schüler, sage ich mal, von meiner Musikschule damals, der es geschafft hat, eine große Karriere zu machen. Seine Karriere, die begann ja schon vor fast 10 Jahren. Da hat er den Hessen-Star gewonnen und hat mittlerweile jetzt
einen Universal-Vertrag bekommen letztes Jahr. Bin ich eigentlich auch sehr stolz drauf, das erreicht zu haben. Ich sehe ihn auch immer noch mal ab und zu Vocal Coachings, wo ich ihn ein bisschen vorbereite. Und das macht mich natürlich alles sehr glücklich, dass auch alle meine Absolventen auch weiterhin Kontakt zu mir pflegen und dass ich auch immer für die da sein kann, um sie auch weiter zu unterstützen. Und also zu diesen Absolventen gehört eine, die ich auch nochmal ganz besonders hervorheben möchte, die Alena Neubert. Die hat ja auch schon viele Preise gewonnen und hat ihr Album rausgebracht. Wow, ich habe das hier irgendwo. Damals. Hier ein Alena Neubert Album. Where the Neon Lights Glow mit Big Band Titeln und die Balladen mit Klavierbegleitung. Ich habe das Klavier gespielt. Auch wunderschön, dass wir so zusammenarbeiten konnten. Sie hat dieses Broadway-Album gemacht und ist Amazons Choice damit geworden, hat Streams in allen möglichen Herren Länder und jetzt sind wir dabei, ein neues Album vorzubereiten. Ein Jazz-Album wird es, so viel will ich euch schon mal verraten. Und seid gespannt, das heißt auch von Alena Neubert wird man 2020 noch einiges hören. Ja, und von vielen anderen auch, die ich betreue. Aber das ist erstmal genug für heute, würde ich mal sagen. Jetzt habt ihr schon mal ein bisschen einen Ausblick bekommen, was euch 2020 hier erwartet. Und seid gespannt und derweil streamt erstmal Aufbruch in neue Welten und schreibt mir unbedingt unten drunter, was der Song für euch bedeutet. Das würde mich nämlich sehr interessieren. In diesem Sinne wünsche ich euch ein wunderbares 2021. Bleibt vor allem gesund. Wir müssen es schaffen bis zu dem Punkt, dass Corona überwunden ist. Ich hoffe mal, dass in der zweiten Jahreshälfte das dann so langsam vom Tisch ist. Und bis dahin kämpfen wir uns durch. Aber wir bleiben am Ball. Wir wollen doch schließlich weiterhin die Kunst fördern, Musik machen. Menschen Freude machen. Und das lassen wir uns auch von Corona nicht so einfach vermiesen. Okay, in diesem Sinne, 2021 kann kommen.